42. Mann, ich denke hier die Ladezeit, das hat auch noch was mit zu sagen. 60, 30, 60, 30. Ich denke, das ist immer 60, oder? Kann das sein? 42, wenn ich jetzt mal hier runter gehe. Oh. 120. Ja, das sind jetzt hier die Tech 2, T2. Ich denke, das sind T2-Dinger. Xeckel Drilling Beam. Xeckel Drilling Beam, das ist das Ding hier. Ups. 47. Oh Mann, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Soll ich jetzt ein bisschen. 30 Kubikmeter. Wie viel Frachtraum hat mein Schiff? 30. Dann müsste ich ja. Gehen wir von 90. 3. Ja, 4 Mal müsste der da ordentlich absaugen. Ich meine, so teuer ist das Ding nicht. Wir probieren es jetzt einfach aus, okay? Guck mal, da ist sogar hier das günstigste Angebot. Wir könnten sogar 2 nehmen, dann wird es schneller gehen. Wow. Ach ne, hier auf der Station ist der für 800. Aber warum ist der über dem regionalen Durchschnitt? Also sind die Preise dafür ganz schön in der Höhe? Ja. Also die gehören eigentlich wesentlich billiger. Hm. Sollen wir jetzt die 2 Sprünge jetzt einfach mal machen und mal gucken? Standort, mal Kurs setzen. Wir fliegen jetzt dahin und holen uns die Dinger. Kann ich die jetzt eigentlich hier schon kaufen? Ja. Bevor sie mir irgendjemand anders wegschnappt, kaufe ich die jetzt. Schwupp. Wieso jetzt 1000? Wieso jetzt 1000? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wir docken jetzt einfach mal ab und holen uns die 2 Bergbaulaser. Ach, wobei das auch schon wieder blöd ist. Ich habe ja gar nicht so viele Slots dafür. Och, jetzt haben wir schon wieder Blödsinn gemacht. Oder ich zumindest. Hallo? Dockst du jetzt vielleicht mal ab? Ach so, ich habe das Docken abgebrochen. Ach. Ach so. Ich bin viel, viel, viel zu unaufmerksam. Sürle. Und dann mal ab. Antrieb aktiv. So, jetzt verdünnisieren sich gleich wieder die Weapons. Und was ich feststellen musste, die Schiffe der Galente, die sind mal echt derbe hässlich. Ohne Scheiß. Ich habe mir mal so ein paar Transporter angeguckt. Die Schiffe mit dem größten Frachtvolumen. Und das Ding von den Galenten, das sieht ja echt mal. Boah, Alter, nee, geht gar nicht. Wenn ich das hier sehe, die Akku. Energiespeicher, genau. Energiespeicher. Schwupp, weg sind wir. Nach Birnigmann. Warp-Antrieb aktiv. Könnte man auch alles mit Autopiloten machen, aber Autopilot ist. Was? Scanner? Wieso wird mir der Scanner jetzt so blau angezeigt? Gibt es hier irgendwas, das ich hätte scannen können? Also eigentlich finde ich das Schiff ja voll geil, ne? Wo ist aber eigentlich, wo ist aber das Cockpit? Wo ist bei dem Schiff das Cockpit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo bei dem Schiff das Cockpit ist. Ich habe keine Ahnung. Bei dem Minmatar sieht man das immer recht gut. Wo das Cockpit ist, da sieht man es eigentlich nicht so toll.
Boah, jetzt wäre ich aber langsam ein bisschen müde. Jetzt hat sich unser Kontostand wieder ein bisschen angepasst. Jetzt sind wir bei 5200. Und das leckt hier immer mal ein bisschen. Es sind ein paar viele Leute online, würde ich sagen. So. Kaldari administrativ irgendwas. Warp-Antrieb aktiv. Eine Fabrik. Ah, kauf mal die Bergbauleiter jetzt Fabrik frisch oder was hier. So. Ja, dann muss ich halt mich da jetzt zurechtfinden, muss ich die Waffen wegpacken. Oder die Waffe. Und stattdessen halt die zwei Bergbaulaser, wenn das überhaupt die CPU mitmacht. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, so ist das, wenn man sich das alles vorher nicht ein bisschen besser anguckt. Und dann schauen wir halt mal, wie es aussieht mit Ertrag und was wir rausholen. Ansonsten gehen wir halt doch ein bisschen Mission machen. Andock-Erlaubnis erbeten. Und dann sehen wir ja, was vielleicht ertragreicher ist. Also interessanter sind wahrscheinlich die Missionen. Für sie verfügbar, blablabla. Relevante Agenten. Zu dem könnte ich auch immer noch. Wie viele Leute sind hier? Nur ich. Okay, nee, Markt brauche ich nicht. Ich brauche hier eigentlich nur den Gegenstandshangar. Den ziehen wir auf Schiff. Machen wir auf hier. So, gucken wir doch mal. So, haben wir einen drauf und das zieht die CPU ganz schön hoch. Nee, das wird nicht reichen. Genau, geht ins Gelbe. Können wir es dabei belassen. Geht nur ein Bergbaulaser. Schade. Den zweiten heben wir uns dennoch auf. Denn wir werden ja irgendwann vielleicht auch mal ein größeres Schiffchen bekommen. So, dann wollen wir noch mal gucken, wo hier denn das nächste Asteroidenfeld ist und was wir denn da rausreißen können mit dem bisschen Laser ausmachen. Mit einer Fregatte durch Bergbau betreiben. Naja. Aber hey, es ist nun mal ein Anfang. So, schauen wir mal. Gehen wir bei 5.1 mal schauen. So, Warpen innerhalb von... Ja, machen wir 10 Kilometer. Aktiv. So, da sind schön die Bergbaulaser an der Seite dran. Die verpissen sich jetzt beim Warpen nicht, oder? Nee, die bleiben, wo sie sind. Ja, und mehr geht halt nicht dran. Wenn ich jetzt noch zwei Waffen dran gepflastert hätte, dann wären da halt Waffen da. Hui, aber. So, gehen wir mal hier auf die Bergbauansicht. Ich hoffe nur, dass mir da auch eventuelle Feinde angezeigt werden, wenn es denn da Kontakt gibt. Was für eine Reichweite haben wir damit? 2,5. Ich sehe keine Asteroiden. Hallo? Geht's noch? Mich verarschen oder was? Hallo? Okay, dann gehen wir halt zur 6.1. So. Warp-Antrieb aktiv. Auf zum nächsten. Weil hier ist irgendwie nichts. Oder ich habe es nicht gesehen. Oder ich habe keine Ahnung. Wurde mir ja drüben in der Übersicht nicht angezeigt. Daher auf zum nächsten. Aber gibt es ziemlich viele Stationen hier. Das ist schon heftig. Na, da ist auch schon wieder jemand am Abbauen. Oh ja, und hier gibt es eine Menge. Hier gibt es eine Menge. So,
Machen wir mal das Fenster jetzt hier ein bisschen kleiner, dass wir das ein bisschen größer machen können. Felsbar, Felsbar, Felsbar. Ja, ich müsste aber gerne noch ein bisschen mehr bis Felsbar. Massive, Condensed. Ja, Felsbar würde mal das sein, was am meisten da ist. Also, der Bergbaulaser geht auf. Kilometer. Gut, dann machen wir umkreisen auf hoppala, 900 Meter. 9000. Dann umkreist den mal, anvisieren. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir dadurch Gewinne erzielen. Wenn es denn überhaupt schon reicht, dass ich das wieder veredeln kann. Weil man kann es ja erst ab einer gewissen Menge veredeln. Das Zeug, den Feldspar. Das ist jetzt im Prinzip, angenommen, das ist jetzt ein feindliches Schiff, ist das ein schöner Winkel zum Angreifen. Das habe ich schon gelernt, dass man den irgendwie so schräg angreifen muss, nicht direkt drauf zufliegen. Wenn man direkt drauf zufliegt, bietet man einfach ein zu gutes Ziel. Immer so schräg anfliegen. Dann ist man nicht so leicht zu treffen. Habe ich mal gelesen und habe ich mir sagen lassen. Jetzt schauen wir doch mal, was das wird hier. Ja, 10.000. Komm, so jetzt aber. Bzzzt. 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 Schauen wir mal. Bzzzt. Ah ja. Also, das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte das eigentlich... Komm, näher dich jetzt einfach mal an. Sollte es einfach praktisch... Oder warte mal, bleib einfach mal stehen. Sollte das eine Minute dauern, bis der hier rum ist und in der einen Minute baut er 30 Kubikmeter ab. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Vor allem, der hat doch zwei Lasers hier dran. Und es kommt aber nur aus einem Strahl raus. Geschätzter Preis, was wir derzeit drin haben, 512. Ja, jetzt bleibt doch einfach mal ruhig jetzt hier und hör mal auf jetzt hier rumzuticken. Halt, jetzt hör doch mal auf hier. Oh. Oh, also im Gegensatz dazu, was es denn gekostet hat, der Bergbaulaser. Ist das hier wesentlich mehr wert? Wow. Okay. Ja, dann bau du mal weiter ab. Marktpreise und sowas kann ich ja nicht. Marktdetails, kann ich das anzeigen, echt? Feldbar, Tatsache. Kannst sogar direkt verkaufen. Alter, was ist das für ein Spaß hier? Für einen Cent, sag ich mal. Und wo krieg ich es am teuersten los? Zwei Sprünge weiter. In Amar. Da, wo ich herkomme. Prinzipiell. Da kann ich das Feldspar am teuersten verkaufen? WTF. Aber, ja, wir sind alle auf der Station. Ja, okay, wenn ihr Felsbar wollt, dann sollt ihr es haben. Moment, warte mal. Ich werde es aber mal erst veredeln und dann mal weitersehen. So, wie weit sind wir denn jetzt? Du machst noch eine Runde, dann sind wir auf 104. Damit gebe ich mich dann zufrieden. Da muss ich dann zurückspringen nach Aschab. So, jetzt sind wir praktisch voll. Jetzt springen wir nach Aschab zurück. Ja. Warp-Antrieb aktiv. Peng, 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 peng.
So, geschätzt haben wir jetzt 14.000,7 ISK hier drin. Kann ich das jetzt hier Abwurf zur Marktschnellleistung zufügen? Nee, veredeln muss ich auf einer Station. Uah. Mensch, jetzt wäre ich echt langsam müde. Tut mir leid dafür, für diese komischen, eigenartigen Gerüche, die ich da von mir gebe. Habe ich dafür eigentlich einen Kurs gesetzt? Nee, ne? Mach nochmal meinen Markt auf, dass ich da nochmal hinkomme jetzt hier. Jetzt habe ich es natürlich nicht. Och, Mensch! Ach, Mädels. Marktdetails anzeigen. So, da muss doch. Da wollte ich doch hin. Standort, Kurs setzen. Hervorragend. So, und da wollen wir hin. Warp-Antrieb aktiv. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Gibt es hier eigentlich? Ja, hier gibt es auch einen Asteroidengürtel. Aber in Amar direkt wird es wahrscheinlich keinen geben. Ansonsten gehen wir halt immer nach Ashabba. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Ashab, genau. Ashab. Oder wie auch immer. Prinzipiell könnte man auch versuchen, die ganzen Module auszubauen, dass wir vielleicht noch den zweiten Bergbaulaser draufkriegen, dass dann alles ein bisschen schneller geht und wenn es irgendwo brenzlig wird, dann müssen wir halt wegwarpen. Das wäre jetzt natürlich ein Plan, ne? Müsste sogar das sein, wo ich Amar Trade Post war. Ich da war das meine Station oder was ist das hier? Amar Standard? Nee, ich denke, das war Amar Trade Post, wo ich hin wollte. Warp-Antrieb aktiv. Ja, wenn das sogar meine Station ist, kann ich das ja gleich mal machen, dass ich das Schiff dann mal ein bisschen zurechtstutze in Sachen Ausrüstung. Dann kann ich das ja eventuell auch ein bisschen offscreen machen. Und mir da ein bisschen Geld zusammen und dann können wir zusammen ein bisschen shoppen gehen. Aber was mal halt shoppen? Ist halt die Frage. Da warte ich eben. Muss ich eben warten, bis ich das Video hochgeladen habe und ihr sagt mir dann, Andock-Erlaubnis erbeten. Auf was wir eigentlich sparen. Anfrage zum Andocken angenommen. Sie wird mich sowieso jeder für bekloppt erklären. Mit so einer Fregatte da meinern zu gehen. Oh mein Gott. Aber okay. Ist halt so, ne? Markt? Nee, ich wollte das Zeug eigentlich erstmal zerlegen. Packen wir das jetzt erstmal hier rein und das erstmal da rein. Zack, sind wir wieder leer. Schön, 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 schön. Und jetzt tun wir es mal veredeln. Veredeln. Genau. Das habe ich nämlich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Die behalten ein. Sobald ich es veredel, behalten die ein. Jetzt stellt sich mir die Frage, wovon kriege ich mehr? Kriege ich jetzt von dem Tritanium mehr? Marktdetails anzeigen. Kriege ich 5 pro Stück? 5. Das heißt 10, so knapp 15.000. 15.000, wenn ich jetzt hier so verkaufe. Oh, 15.000, da 14,5. Mal 1000, 14
Aber also es kommt prinzipiell fast aufs Gleiche raus eigentlich, habe ich das Gefühl, oder? Jetzt stellt sich ja besonders die Frage, Tritanium, Marktdetails anzeigen, ist hier der Käufer oder... Nee, ist er nämlich nicht. Der Käufer, der hier ist, der hat nämlich hier das Angebot. Und das ist ja aber besser eigentlich. Also verkaufe ich das Feldspar so wie es ist. So. Marktdetails anzeigen. Hier auf der Station. Für 14,53. Und wie viel habe ich? Nee, ich möchte es ja nicht kaufen, ich möchte es ja verkaufen. Ich mache mich gerade schon selber total wuschig. Ich mache mich gerade selbst schon total fertig. Diesen Gegenstand verkaufen. Stückpreis 14,53, genau, hau doch hin. 4,53, was, wenn hier grün ist, ist gut. Wenn da grün ist, ist alles gut. So. Und jetzt, ja, probieren wir mal die andere Taktik. Da hauen wir mal den Shield Booster und das Ding, dann reicht es immer noch nicht für den Miner. Dann reicht es immer noch nicht für den Miner. Schade. Dann können wir das Zeug ja wieder alles reinhauen. Okay, gut. Dann belassen wir es erst einmal dabei. Jetzt haben wir gut Geld gemacht eigentlich. Jetzt haben wir 20.000. Ist, hey, schaut mal, wo wir vorher waren. Ne, im Verhältnis zu dem, wo wir vorher waren, ist das schon recht gut eigentlich. Agententechnisch, ja, hätten wir den. Könnten wir gucken, ob es was wird. Wäre schade ums Schiff. Oder naja, was heißt schade ums Schiff? Das Schiff kriegen wir immer wieder. Das ist das Anfängerschiff. Und das bekommen wir immer wieder, wenn es abgeschossen wird. Schade wäre es dann eigentlich nur um die Waffe und den Miner. Und das Schild und das Zeug halt. Okay, ich werde es so handhaben. Ich werde offscreen ein bisschen weiter minern. Ein bisschen Geld zusammen hier ziehen und ihr sagt halt mal, für was soll man denn Geld jetzt sparen? Ich möchte persönlich gern in irgendwas mit viel Frachtraum investieren. Ganz einfach ein bisschen Handel betreiben. So kommen wir ein bisschen rum und können so ein bisschen die Märkte abklappern, ein paar interessante Gegenstände chauffieren oder halt so ein bisschen Amateur-Mining machen. Ja, ich weiß, manche finden das wieder nicht so toll. Die meisten werden wieder darauf gehen. Ja, man geht doch aber nur mit einem Schiff minern, was auch auf Mining ausgelegt ist. Sollte man tun, ne? Das sehen wir, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.